Wie geht's? Lange nicht mehr gesehen. Ja, lange nicht mehr gesehen. Bist du bereit? Gerne. 2006 hat die WM ja in Deutschland stattgefunden. Wie sehr erinnerst du dich daran? Wie du vielleicht weißt, habe ich das mit Freunden geguckt und habe natürlich mitgefiebert, weil es in Deutschland war und beim Public Viewing in allen Städten war eine Menge los und man natürlich mitgefiebert. Hast du eigentlich immer daran geglaubt, dass du irgendwann bei der WM dabei sein kannst? Ja, natürlich sollte man immer an sich glauben. Ich glaube, das ist das Wichtigste, auch im täglichen Leben. Natürlich ist es auch so, dass du viel Glück brauchst. Du brauchst das Talent und du brauchst die Durchschlagskraft. Und natürlich brauchst du auch den Glauben, ganz klar. Bei der EM wurde dir von Mario Balotelli und Italien geschockt. Was hast du aus dieser Erfahrung gelernt? Ja, für mich war es die erste Europameisterschaft. Ich war zum ersten Mal dabei, konnte erstmal ein bisschen aufschnuppern, wie das Feeling dort ist. Und ja, ich war natürlich begeistert. Ansonsten war es natürlich jetzt nicht so positiv, weil wir nicht ins Finale gekommen sind. Italien war an dem Tag einfach besser, das müssen wir uns ankreiden lassen, das müssen wir auch akzeptieren. Ich als Spieler, als junger Spieler lerne natürlich auch daraus. Deutschland hat in den letzten Jahren regelmäßig das Halbfinale bei großen Turnieren erreicht. Was braucht ihr dieses Mal, um noch weiterzukommen? Ich glaube, wir brauchen extra Portionen Wille, glaube ich. Es wird, glaube ich, sehr groß geschrieben bei der WM, die Entschlossenheit, noch einen Schritt weiter zu gehen, als wir es bis jetzt schon getan haben. Aber bei der Weltmeisterschaft musst du über deine Grenzen, glaube ich, hinausgehen. Und du musst halt alles zeigen, was du drauf hast. Und da zählen einfach Zehntel Sekunden, ob es ein Tor wird oder nicht. Und wir müssen einfach bereit dafür sein, mehr zu geben als die anderen. Und ich glaube, da auch wird es ja auch ankommen. Okay, sag ehrlich, wird Deutschland die WM gewinnen? Was meinst du? Definitiv. Definitiv? Dann glaube ich das auch. Letzte Frage. Und wenn nicht Deutschland, wer dann? Dann immer noch Deutschland. man muss ganz klar sehen, dass sehr viele gute Nationen dabei sind. Sehr viele starke Nationen. Brasilien natürlich als Favorit, denke ich, als Ausrichter der Weltmeisterschaft. Haben sie natürlich einen großen Platz, glaube ich, da oben. Natürlich dann Italien, Spanien nicht zu vergessen. Die ganzen Großen sind alle dabei, denke ich. Und ja, es wird spannend zu beobachten sein, wer sich über längeren Zeitraum auf höherem Niveau begeben kann. Und ja, ich bin da sehr optimistisch, dass wir da auch dabei sind.